Es handelte sich um die Auslösung einer Brandmeldeanlage. Da wurde zunächst die ansässige Ortsfeuerwehr alarmiert. Die hat dann vor Ort dann festgestellt, dass es ein bestätigtes Feuer ist und hat dann auch die Alarmstufe auf F3 erhöht. Handelt sich um eine Kaffeerösterei hier in Dreie im Industriegebiet. Im Dachbereich, da finden im Moment Modernisierungsarbeiten statt. Eine Dachdeckerfirma war da beauftragt, Arbeiten durchzuführen. Dabei kam es zu einem Brand. Der Rauch ist dann in das Innere des Gebäudes gezogen und hat da halt auch einen Raum in Mitleidenschaft gezogen. Also er ist verraucht, es war dort auch ein Feuer, ein Brand. Und dort hat man das Feuer dann recht schnell im Griff gehabt. Dann ist man aufs Dach nochmal gegangen, hat da dann auch nochmal Nachlöscharbeiten durchgeführt und kontrolliert jetzt weiter die Wege vom Feuer in das Gebäude, ob da noch irgendwo Glutnester oder Brandnester sein können. Die Mitarbeiter von diesem Betrieb, 65 Mitarbeiter waren das, haben den Betrieb verlassen, haben ja erst eine Zeit in der Kälte draußen gestanden, sind dann in den Kantinenbereich um das Gebäude hinzugegangen, ein sicherer Bereich, wo sie jetzt warm und trocken untergebracht sind. Ja, der Betrieb muss halt überprüfen, ob der Rauch kritische Bereiche betroffen hat. Im Moment gehen wir eigentlich davon aus, dass diese Bereiche nicht betroffen sind und dass die Firma dann halt den Betrieb auch wieder aufnehmen kann, wenn die Feuerwehr hier ihre Arbeiten erledigt hat. Ja, es gab eine Rauchentwicklung. Auf der anderen Seite, wir sind ja direkt an der Bahnstrecke Bremen-Osnabrück. Diese Rauchsäule zog hier zu der Einsatzstelle herüber. Man hat da jetzt eine Löschgruppe im Fahrzeug rübergeschickt, um da zu kontrollieren. Da ist wohl ein Entsorgungsbetrieb und das wird da jetzt kontrolliert. Die Rauchsäule ist jetzt auch wieder weg. Also ich gehe davon aus, dass das Feuer auch da unter Kontrolle ist.